Einen wunderschönen guten Tag. Wir heißen euch herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark Aberration. Wer ist wir? Ayla, unser Scheinhorn, das ich heute zum ersten Mal mit auf eine Reise nehme. Und natürlich meine Wenigkeit. Herzlich willkommen zurück. Ayla wird heute auch das erste Mal in die Blue Zone marschieren. Ich habe mich entschieden, wir nehmen den Spino, weil der schnell ist, weil der hart zuhaut und weil der gutes Leben hat. Ich glaube, das sind Gründe genug. In erster Linie, weil er aber relativ, also weil er durch die Größe nicht von allem angegriffen wird und dann haben wir ein bisschen mehr unsere Ruhe. Mir ist eben das Spiel zwischen den Folgen abgekackt und ich musste dann nochmal schön alles von vorne machen. Also nicht alles, aber ich muss halt nochmal die Bauänderungen und sowas, die wurden alle rückgängig gemacht. Da muss ich das alles nochmal nachholen. War nur maximal nervig, aber hey. So, ich fische mal hier kurz ein und hol mir mal ein paar XP. So. Mal kurz mich hier eingemischt. Ich muss hier ein paar Sachen wegschmeißen. Genau. Und dann sollte ich, damit der Spino nicht dauernd hier Ernteeinstellung, den Abbau von Rohstoff, hier Aufsammeln von Opfer-Items. Ich benutze das nicht so oft. Ich hoffe, das ist das Richtige. Wenn ich jetzt hier irgendwas verprügle. Okay, das zählt als Rohstoffe, alles klar. Dann hätten wir das auch erledigt. Ernteeinstellungen, Abbau von Rohstoffen. So, komm du mal her. Sag mal, Level 18 Rollrate hält ganz schön was aus. Wunderbar, so ist perfekt. Sehr gut. Dann lassen wir das mal so und dann marschieren wir. Den Tech habe ich da mal eben absichtlich übersehen, weil ich habe gerade die Sachen ausgestellt. Lass uns. Genau, blaues Biom. Bin falsch gelaufen. Jetzt ist hier natürlich wieder mal tiefste Nacht. Aber es ist. Obwohl wir wissen noch gar nicht, ob 50% Tag, 50% Nacht bleibt, weil es ist ja erst Nacht geworden. Das erfahren wir erst um 0 Uhr. Da ist ein Megalo. Megalo, Megalo. Level 24. Du bist natürlich. Du bist natürlich nix, ne? Also da muss man dann auch. Oh, Alter, machen wir schön viel Knockback. Ist das geil. So. Da können wir nämlich Ayla auch gleich nochmal ein bisschen leveln, weil. Was habe ich da gerade gesehen? Eine Schlange wahrscheinlich wieder mal. Ja, die haben wenigstens keine Agro auf mich, wenn ich auf dem Spino sitze. Das ist schon okay. Alter, es ist heute besonders dunkel gefühlt. Ich mach mal kurz. Ich mach mal Gamma 3. Oh, es ist fast ein bisschen. Machen wir mal 2,7. Ich glaube, 2,7 ist ganz gut, ja. Mann, geh weg. Weil ich habe ja sowieso das Spiel immer ein bisschen dunkler durch die Farbnachbearbeitung. Ich hau ja beim Bearbeiten immer einen Filter drüber, dass es ein bisschen cooler aussieht. Und dann seht ihr, glaube ich, hier gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so in so einer tiefen Nacht hier unten waren. Vermutlich. Wahrscheinlich habe ich es nur vergessen. So, ich glaube, ich gehe heute mal als erstes hier oben hin. Das Ding mit dem Spino ist halt, er tritt auf alles drauf und dann sind die ganzen Viecher getriggert. Aber Spinos sind cool. Der geht so ein bisschen wie so ein glücklicher Hund. Guck mal. Ni, 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 ni. Entschuldigung. Genau, was draufgetreten. Das passiert. Das passiert. So, komm, wir machen mal hier. Er kann ruhig noch ein bisschen härter zuhauen. Was hast du eigentlich für Lebenswerte gehabt? Ah. Stimmt, der hatte keine guten Stats. Das erklärt, warum der jetzt doch nicht so krass ist. Für einen Spino mit Level 300 zumindest. Es ist immer noch heiß. Ich werde immer noch meckern. Es tut mir leid. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ah ja, die Sporen, aber die können mich. Die können mich mal. Ich habe gerade die Schlange einfach tot getreten im Vorbeigehen. Ich habe jetzt den Strahlenschutzanzug. Deswegen habe ich nicht mehr so viel Schiss. Da ist ein Rock Drake, Level 18. Ja gut, komm, dann verprügel ich den halt schnell. Schnell verprügeln ist leicht gesagt, ne? Die halten ganz schön was aus. So. Drüben ist ein 90er Rock Drake, das aber gerade von Ravagern gemobbt wird.
Die Ravager machen den Rocktrick rund. Sehe ich das gerade richtig? Ich mach mal mit. Let's go. Ein paar Level. Der Bleeding Damage hat ihn umgebracht. Fucking Ravager, Alter. Was habe ich hier gerade zischen gehört? Ist hier eine hier sind drei Gasadern direkt nebeneinander. Alter, der Blutungsschaden, ne? Oh. Hoppala. Hoppala. Mein Schäfchen hat irgendwas markiert. Hier ist irgendwo ein Max-Level-Vieh unterwegs. 120. Der Affe. Es ist natürlich der Affe. Es ist kein Vieh. Nein, ich zähme den nicht. Ich zähme den nicht. Das dauert... Da sind wir zwei Folgen beschäftigt. Erinnert euch, wie lange verhältnismäßig der Level 12 Affe, den ich wegen der Wette in der Base stehen habe? Erinnert ihr euch, wie lange der gedauert hat? Was glaubt ihr, wie lange der Kollege hier dauert? Deswegen, die Passive-Tames sind immer so fucking anstrengend. Die dauern immer so lange und hier ist einfach kein einziger Megalo. Die sind einfach wieder ausgestorben, das ist so. Und dazwischen den Folgen führe ich dann wieder drei mit Level 500. Die so vor meiner Base stehen und freiwillig sagen, yo, ich mach bei dir mit. Ist kein Problem, bin dabei. Hier ist halt wirklich nix. Hier ist nix. Ich meine, die Area hier ist geil. Hier unten wäre Wasser. Ich könnte ja noch mal eine 300 Meter Wasserleitung legen, wie bei unserer Base. Aber die Gegend ist wunderschön. Die wird besser als das Loch, in dem wir wohnen. Nein, ich mag unsere Base. Also, ich meine, viel Base ist es ja nicht. Ich bin ja baufaul. Aber ich meine die Location. So, und wieder durch die Sporen. Bin gerade, glaube ich, wieder auf irgendwas draufgetreten. Aber ich fühle mich trotz allem recht sicher mit dem Spino. Ne? Weil mich lassen die Viecher in Ruhe und die mich nicht in Ruhe lassen, die bitchsteppe ich einfach aus dem Weg. Und dann ist das eigentlich relativ angenehm. Ach, Mann. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Glück mit Megalos diesmal. Ich finde Spinos so cool. Guck mal, der wirklich wie so ein Hund. Na, ich freue mich. Wir gehen Gassi. So rennt der. So ein 20-Meter-Monster. Was hier... Guck mal, der watschelt auch so ein bisschen wie so ein Entenhund. So ein bisschen. Vom Gang her. Erinnert mich an beides. So, Megalos. Existiert ihr noch? Megalos, seid ihr da? Sind die Megalos mit mir im Raum? Aus dem Weg! Baum! Ey, wie viele Affen hier rumrennen, ne? Oh, da links neben mir ist einer. Den habe ich ja gerade gar nicht gesehen, Alter. Der steht da einfach so und wartet auf irgendwas. Schwebt der? Der schwebt. Guck mal, wenn du... Oh, der Affe will mich verprügeln, weil ich auf ihn draufgetreten bin. Da bin ich aber ehrlich gesagt dagegen. Oh, der Megalo kommt. Level 18, ja gut, okay. Never mind, du wirst auch gebitchslappt. So. Hat mich der Afro an der Rüstung getroffen? Nein. Ergo ist da eine Schlange in der Luft geschwebt. Ergo sind wir sicher. Ich meine, sind wir sowieso, weil es hier keine Strahlung gibt, aber... Mann! Fucking Bäume! So schön Aberration ist, so ätzend ist es hier zu manövrieren. Okay, wir finden schon noch einen Megalo und am besten einen weiblichen. Der muss ja nicht mal überkrass sein. Ich meine, eigentlich wäre es schon nicht schlecht. Aber ich habe keinen Bock, wegen meiner Ungeduld dann alle meine Viecher unten im Rockdrake-Dings zu verlieren. Aber andererseits habe ich halt schon wieder Bock auf Rockdrake. Mein Gott, ich habe so lange hier Late Game und Endgame gespielt nach Rockwell letztes Mal, wo ich es halt schon so gewohnt war, das alles zu haben, dass es jetzt hier echt scheiße ist, es nicht mehr zu haben. So, Rockdrake 90. Alter, die Frames gehen hier gerade wieder absolut den Berg hinunter. Na komm, stirb! Danke.
Alter, Bruder, die Frames, die kacken ab ins Bodenlose gerade. Boah, ist das krass. Das ist halt das... Das ist auch nur Aberration exklusiv. 7 Jahre altes DLC auf einer 3090. Willkommen in 2024, Alter. Let's go. Richtig geil. Ich steck schon wieder fest. In Zukunft starte ich die Folgen nur noch betrunken, sonst halte ich das hier nicht mehr. Jetzt bleibt der wieder stecken. Ich werde hier alles abholzen, Alter. Allein schon für die Framerate. Wobei hier, glaube ich, eher die Lichtquellen das Problem sind. So, überall diese Drecksschlangen, wirklich überall, aber kein einziger Megalo. Da hinten ist ein Megalo, never mind. Es ist bestimmt geiles Level, ich nehme den mit und wir haben ein Happy End. Richtig? Ich sehe sein Level nicht, aber gleich, wenn die Ratte tot ist. Aber solange wir der für die Ratte brauchen, ist er bestimmt scheiße. Ja, er ist scheiße. Ich meine, ey, hoffen sollte man nicht unbedingt, also das Hoffen sollte man dürfen. Oh, der ist, glaube ich, ein bisschen stuck. Ah, jetzt. Jetzt so Megalos handeln ist so ein Spino sehr gemütlich. Wegen dem Knockback. Ciao. So. Ich würde eigentlich, wenn es geht, irgendwie ganz gerne den Rocktracks ausweichen. Aber jetzt keinen Bock, mich hier immer eine halbe Stunde mit denen zu prügeln. Weil die so viel aushalten. Basilisken werden ja nicht getriggert auf mich. Das ist schon mal sehr gut. Erdbeben wollte ich eigentlich ausmachen. Also, die kann man ja ganz ausschalten. Kann man sie, glaube ich, nicht. Aber du kannst sie deaktivieren mit... Hier ist er. Hier ist Slow-Mo 20, ist mir das Game abgeschmiert, dann muss ich die Pfeile neu craften. Und dann habe ich die, die Spielgeschwindigkeit erhöht, weil ich keinen Bock hatte, nochmal zu warten. So, lass uns mal schauen. Alter, so... Mein Gott, Alter, geht doch aus dem Weg. Ihr habt... So. Es ist echt unfassbar. Oh, 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 Level 60, ich kotze. Aber wenigstens finden wir jetzt hier unten. Oh, da ist noch einer. 30. Arm, Bedienung. Noch besser wäre es, wenn wir halt in der Nähe vom Wasser auch was finden, weil ich mir dann den Buff die ganze Zeit holen kann. Oh. Lass dich nicht stören beim Essen. Ich bin nur kurz auch hier und hau dich weg. Was haben wir denn hier? Ist das nicht sogar der See mit dem Artefakt? Meine Orientierung ist katastrophal, ja. Ich habe ein paar hundert Stunden auf Aberration verbracht, aber ich kann euch trotzdem nicht mit Sicherheit sagen, dass wir hier nochmal hin müssen wegen dem Artefakt. Stimmt, die Artefakte, da sollten wir uns auch bald mal ums Erste zumindest kümmern. Da-da-da-dam, da-da-da-dam. Oh, und wir sind gleich in der Red Zone. Das ging schnell. Das ging in der Tat schnell. Und hier ist kein einziger Megalo mehr. Da ist ein Iguanodon. Eine Agave läuft hier rum. Oh, 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 oh. Rollwert 168, das ist schon mal strong. Bitte nicht der Rock... Es ist natürlich der Rock Drake. Es ist... Natürlich ist es der Rock Drake. Da ist ein Megalo. Wait. 54. Warum ist dieses Spiel so? Der Megalo hat auch keinen Bock, der geht direkt auf mich los. Und die Ratte denkt sich, ey, was ist mit mir? Und er hielt sich wieder sofort. Bringt ihm jetzt aber nicht so viel tatsächlich. Danke. So, hier ist doch bestimmt noch irgendwo. Hier geht's doch wieder in die Blue Area. Ich verwechsel immer die Iguanodon mit den... Oder Iguanodon? Iguanodon, so rum. Verwechsel ich immer mit Megalos auf Entfernung. Ah, hier ist ja gar nichts los. Mittlerweile habe ich auch schon keine Ahnung mehr, wo wir sind. Sage ich euch ehrlich, wir waren hier, glaube ich, auch noch nie. Ist diese Gegend geil, Alter.
Ach ja, die Sporen. Ich habe gerade wieder Panik bekommen, aber das sind nur die Sporen. Die machen mir mal nichts weiter Schlimmes. Mehr Wasser. Okay. Da hinten ist ein Megalo. Wieder Level 60. Wieder nix. Es ist ein bisschen... Oh, da hinten ist auch noch einer. 30, okay. Ich töte die einfach nur alle, damit, wenn ich zurückkomme... ...vielleicht neue Respawns sind, so. Mann, was? Geh weg! So. Den da hinten hole ich mir jetzt mal nicht. Sind hier alle im Wasser? Ich glaube nicht. Da ist ein Baryonyx. 120. Aber ich habe immer noch kein Prime Fish Meat. Und keinen Bock, arschviele Level zu verlieren, weil ich normales Fish Meat nehme oder irgendwas anderes. Oh, das ist Nameless. Das ist nicht der Megalo. 108 und aber wieder männlich. Ach, komm da fuck on, Alter. Komm schon, ey. Oh, lilaner Drop. Ist hier was Nützliches drin? Nein. Guck mal, lilaner Drop hier unten mitten in der Blue Zone und da ist nur Müll drin. Das ist genau der Grund, warum wir einen Rocktrack brauchen. Wegen der Oberfläche. Oh, das stinkt mir halt. Der hat halt okay Damage-Wert, aber der ist halt auch von den Werten her echt ass und er ist halt auch wieder männlich. Ah, ich lasse ihn mal am Leben und wir gucken uns noch ein bisschen hier um. Ich überleg's mir vielleicht zwischen den Folgen, dass ich den schnell tame. Aber die restliche Zeit nutzen wir jetzt hier und gucken uns noch ein bisschen um, weil das ist, glaube ich, wesentlich interessanter. Und ich würde halt einfach einen weiblichen, sagen wir mal, da würde ich sogar einen mit einem niedrigeren Level nehmen. Also nicht viel, aber doch, da wäre ich ein bisschen genügsamer. Alleine geht es ja eigentlich nur darum, dass wir die zusammenzüchten können. Und ich glaube, ich war hier eben schon. Ich bin im Kreis gelaufen, ne? Outstanding Move wieder mal. So. Ach Mann, ey. Das ist echt ein bisschen verflucht mit diesen Megalos. 168 ist natürlich trotz allem eine Ansage. Und der kann ja auch sich gut entwickeln. Nach dem Tamen, das weiß man ja nie, aber sind wir mal ehrlich, meist ist es nicht so. Bin wieder auf irgendwas draufgedrückt. Alter, hier ist alles voll mit Aalen. Hui. Oh, was bist du? 66, na gut. Ich entledige mich dem auch mal eben. So, alles klar. Von hier unten kam ich doch, ne? Oh, Baryonyx an Land. 114, auch wieder ein gutes Level. Ja, da müsste ich halt Kibbel oder irgendwas machen. Das können wir ja auch... Stimmt, Kibbel können wir ja jetzt dann mit dem Gemüse auch in nicht allzu ferner Zukunft machen. Ich könnte darüber mal gehen, weil ich glaube, alle waren hier keine. Ich habe zwar eben gesagt, ich will da nicht rüber... Aber komm, ich bin fast Fuckboy und im Wasser bin ich sowieso stärker und ich sehe hier auch keine Aale. Also zumindest keine und ich kann hier sogar wahrscheinlich durchlaufen. Ja, easy. So, da ist der Megalo. Ich habe jetzt gar nicht auf sein Level geguckt, glaube ich. Ah doch, habe ich eben. Das gab schön XP. Hä? Ein Frosch. Ich hab einen Frosch angegriffen. Was glaubt denn der, wer er ist? So. Fernglas entdeckt hier gerade nichts. Alles klar. Und weiter geht die Suche. Ich meine, es ist sehr schön hier unten. Es ist... Man könnte ja ewig rumlaufen, auch wenn es ein bisschen frustrierend ist, nichts zu finden. Aber die Schönheit dieser Area hier kann man nicht abstreiten.
So, ich meine, wenn ich jetzt irgendwelche Wege doppelt und dreifach überlaufe. Nein. Fuck you. Dann ist das nicht so schlimm, weil ihr eh jetzt alles nachspawnt, weil wir ja dauernd irgendwas töten. Oh wow, hier ist auch sehr schön. Oha. Level 30 Basilisk. Wow. Ich glaube, ich habe immer irgendwelche YouTuber gesehen, die haben hier auch ihre Base gehabt. Wow, schön. Wunderschön. Mit dem Wasserfall. Gut, der würde mir auf Dauer wahrscheinlich auf den Sack gehen. Würde ich von ausgehen. Lass mich jetzt in Ruhe. Was glauben die denn überhaupt? Da kommt ein Spino vorbei und die denken sich so, ja, I can take him. Wie diese Verstrahlten, die immer sagen, sie können einen Bären besiegen im Nahkampf. Ja klar kannst du das. So. Das da unten ist wieder ein Igu, ein Iggy. Iggy Mel. Aber hauptsächlich die ganzen Gigantopithecus haben ein fettes Level. Aber nicht die Viecher, die wir brauchen, weißt du? Megalosaurus. Was bist du? 24. Wieder männlich. Ey. Was ist das hier? Wie viele Level-Ups habe ich denn gesammelt? 3. Ich könnte mit dem Spino mal durch eine Explorer-Note fetzen, theoretisch. Irgendwann, wenn ich mal wieder eine finde. Das hier ist auf jeden Fall jetzt der See, glaube ich. Mit dem Artefakt. Das sieht mir sehr danach... Nee, warte mal, der war auch größer. Ach, keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich bin ich schon dreimal dran vorbeigelaufen und habe gesagt, das ist er nicht. Und bei denen, die es wirklich nicht sind, sage ich, die sind's. So. Auch Ravager ohne Ende, jetzt wo wir nicht mehr wirklich welche brauchen. Ich meine, wenn ich einen finde, der absolut heftige Werte und so hat, dann natürlich ist das kein Thema. Oh, ich weiß, wo wir sind, glaube ich. Wir sind an der Area, wo ich mir immer die Reaper geholt habe. Wir sind gleich in der Red Zone. 138, aber auch wieder männlich. Das ist so ein fucking Joke, Alter. Okay, wir haben 50-50 Tag und Nacht. Na komm. Ja, das hier ist die Area, wo ich immer Reaper geholt habe. Auch, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ein paar von euch von den alten Streams. Viele bauen hier immer ihre Fallen auf für den Reaper. Weil du die recht leicht von da rauslocken kannst und hier aber keine Strahlung ist. Das bedeutet natürlich, sobald wir jetzt hier in die Area reingehen, können wir ein Problem bekommen, weil da gibt's Reaper. Und ich meine nicht die, ich meine die großen Reaper. Ich meine die Queens. Ich meine wirklich die ganz, ganz, ganz miesen Reaper. Da hinten ist ein Megalo noch. Wieder 138, aber männlich. Das kann mir keiner erzählen, dass das hier nicht schon wieder irgendein schlechter Witz ist. Ich box den auch mal weg. So, her mit dir, let's go. Bam. Jetzt kommen 8 Kakinos noch daher. Und fangen Stress mit mir an. Gut, die sind scheinbar zu doof, hier hochzukommen. Ist mir auch recht. Können sie ja gerne sein. So. Genau. Das hier ist die Reaper Area. Wenn du hier so runter gehst. Die Rocktracks sind da, wo ich jetzt hingucke. Müssten die sein. Und für alle, die Aberration nicht spielen, ein ganz guter Orientierungspunkt sind, ist immer diese metallerne Wirbelsäule. Das ist so die Rocktrack-Richtung die meiste Zeit über. Aber hier gibt's halt die Reaper und das ist nicht gut. Wenn du hier rechts runter gehst,
Ah, oh, das ist eine absolute Todesgegend hier. Das ist eine absolute Todesgegend hier. Die Seeker werden mich halt auch angreifen, wenn ich zu nah dran bin. Es gibt hier auch Megalos. Das sind Polovias, die können mich... Da ist ein Megalo, 24. Und da kommt schon der Erste. Ja, und da kommen auch die ganzen Seeker und die nehmen mit dem Licht nur einen halben Damage. Alter, Alter, machen die Schaden. Oh, Alter. Aber die Musik ist so geil. So. 114 wieder männlich, das ist ein schlechter Witz. Ja, ihr seht, das waren jetzt zwei Megalos. Zwei Rocktracks, die nicht mal ein hohes Level hatten, die mir so viel Leben runtergeprügelt haben. Kanus gibt's hier eine Menge. Hier haben wir jetzt Strahlung. Megalos muss ich mir keine Sorgen machen wegen unserem Knockback. Hat der andere den jetzt gefressen? Nee. Komm, let's go, Spino, box ihn weg. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, wenn du die Wirbelsäule runtergehst, bist du halbwegs safe. Aber wenn du hier jetzt links runtergehst, da werden wir garantiert in Reaper rennen irgendwann. Also das kannst du quasi versprechen, dass es passieren wird. Wir könnten vermutlich einen Reaper besiegen, aber ich will es auch nicht drauf anlegen, sage ich ehrlich. Wenn wir jetzt wieder zurück hochgehen und dann den rechten Gang runtergehen, sind auch garantiert welche. Ich gehe mal hier ein Stück weiter. Sobald ich hier irgendwo sich den Boden unten bewegen sehe, haue ich einfach wieder ab. Die Seeker sind so nervig, Alter. Die werden dir mit der Zeit so auf den Sack gehen. Das kann ich jetzt schon sagen, Alter. Kano, da unten ist ein Megalo gewesen, glaube ich. Nee, das war auch ein Kano. Ach, na toll. Man darf hier halt nicht vom Weg abkommen, weil dann kommen die Reaper und dann wird es... Also unangenehm wäre noch eine Untertreibung. Das Problem ist, du musst halt, wenn du die effektiv bekämpfen willst, musst du das Licht ausmachen. Und wenn du das Licht ausmachst, kommen die Nameless. Also die Seeker. Die Reaper brauchst du Licht. Also du wirst quasi genervt und angegriffen in einer Tour, wenn du was hast. Also wenn du Licht hast und wenn du keins hast. So. So. Gut, aber nicht mal hier unten sind Megalos. Nicht mal hier unten. Da werden wahrscheinlich hier auch wieder runtergehen, wenn wir zu den Rocktracks marschieren. Da hinten ist einer. Level 12, Alter, come on. Ja, wir werden hier sehr bald wieder hinkommen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Vor allem gibt es ja auch unendlich viel, was man tamen kann, aber es ist halt so arschgefährlich hier unten. Hier ist halt nichts, was uns nicht töten will, ne? Dachte gerade kurz, ich habe einen Reaper da unten gesehen. Die graben sich ja unter der Erde durch die Gegend, bis sie auf was Aggro bekommen. Und ich kann euch versichern, dass Megalo gespawnt. Das wollte ich nicht sagen, dass ich das versichern kann. Aber dass, wenn wir jetzt da rechts runterkommen, dann dauert es keine zwei Minuten und wir haben den Reaper am Arsch.
So, okay, dann lass uns noch mal ein Stück hier rüber gehen und da oben checken, aber... So, da runter sind garantiert welche. Mann, die scheiß Sieger, die nerven mich jetzt schon. Ja, jetzt kommen die Nameless auch noch. Wird angekotzt von Afros. Das ist halt der absolute Albtraum. Weil wenn der mir meine Rüstung kaputt spuckt, dann habe ich ein Problem. Noch hat mich keiner getroffen. Ich verschwind mal eben hier. Aber ich glaube, es ist keine so gute Idee, da runter zu gehen. Ich meine, wir haben noch den Megalo dabei. Hat der schon einen Sattel gehabt? Ja. Man könnte es probieren. Man könnte es probieren. Aber gut, jetzt muss ich erstmal die Folge beenden, weil ich sehe gerade, die Zeit ist knapp. Ich sterbe ja an einem Hitzschlag, deswegen kann ich jetzt nicht so übertreiben. Wir werden nächste Folge mal uns hier in der Gegend ein bisschen weiter umschauen. Und ja, dann hoffentlich mal endlich einen weiblichen Megalo finden, der was kann. Wir gucken da mal ein Stück rein. Wir nehmen den Megalo mit zur Not. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für die Folge. Wenn wir keinen Megalo nächste Folge finden, dann verschieben wir das und machen übernächste Folge dann vielleicht irgendwas anderes. Gehen was anderes tamen. Uns was anderes anschauen, wie auch immer. Ich will hier ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall drin haben. Nachdem wir aber jetzt hier eh in der Blue und Red Zone die ganze Zeit rumrennen, wo es eh arschgefährlich ist, denke ich mal, das ist trotzdem nicht so langweilig. Dann danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge und ciao.